Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Drakensang 2 am Fluss der Zeit, beziehungsweise erstaunlicherweise sogar ausnahmsweise in dem irgendwelchen Kellergewölben. Ich glaube, wir sind in der Diebesgilde von Nadoret der Zeit. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Sagt es dazu irgendwas? Nö. Diebesgilde. Doch. Wunderbar. Ich freue mich. Wir wollten eigentlich in die Arena und da Champion werden, weil wir hatten ja neulich den Zand probiert, den kaputt zu hauen, und das hat der Kampf ist eher unglimpflich für uns verlaufen. Wir haben, wie gesagt, taktischen Anlauf genommen und wollen uns nun einmal den ganzen anderen Aufgaben widmen, damit wir später gestärkt wiederkommen können und den Zand ein für alle Mal in die Niederhöllen zurückschicken können. Doch nun sind wir hier in der Diebesgilde gelandet und schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Da findet man bestimmt auch die ein oder andere nette Person und Aufgabe vielleicht auch. Guten Tag, Dilga Panek. Kuano, was für eine Überraschung. Und du bist nicht allein gekommen. Mit wem habe ich das Vergnügen? Merk dir meinen Namen, denn du wirst ihn heute Nacht schreien! Ich bin... Dilga, das Schmusekätzchen aus festem Traum meiner schlaflosen Nächte. Mach dir keine Sorgen wegen meiner Begleitung. Ich bürge für sie. Ach, Kuano, hilfloser Hase. Du konntest noch nie gut lügen. Dennoch, willkommen. Ihr könnt mich Dilga, die Silberfüchsin, nennen. Fex wird doch auch Silberfuchs oder so genannt, wenn ich mich nicht irre. Vielen Dank für die Einladung. Hilfloser Hase? Oh, war bestimmt ein Spaß im Aufnahmestudio. Es ist mir ein Vergnügen. Ich bin übrigens Scully. Willst du einen kleinen Auftrag? Ich kann noch einen großen nehmen, ganz wie du willst. Nun, worum geht es denn? Ich würde zu gern wissen, was das neu eingetroffene Schiff am Hafen gerade entlädt. Ein unauffälliger Blick sollte genügen. Die Talaria, das ist mein Schiff. Dann will ich mal den Blick wagen. Entschuldige, aber ich bin wegen etwas anderem hier. Vergiss nicht, kein Blutvergießen, keine Auffälligkeiten. Werden die Kisten bewacht, gebraucht ein Köpfchen. Das werde ich machen, sicher, dafür habe ich es ja. Ein Blick in die Kiste wurde aktualisiert und einen Blick können wir auch noch in ihre Tasche werfen oder in andere Kleidungsstücke, aber das, der Kommentar von ihr gerade eben, der passt ja auch super dazu, das zeigen wir dann nach 23 Uhr. Was? Erschwert um 18, gut, das lassen wir dann mal lieber. Wahrscheinlich laufen die gleich wieder in irgendeine Falle rein, so wie ich die kenne. Ja, überall nicht. Ja. Sind wir auch nicht mal in Dragon Age dann daran vorbeigekommen, dass unsere Charaktere direkt in die nächste Falle reinlaufen. Egal, ob sie sie erkannt haben oder nicht, das macht da keinen Unterschied. Sie laufen rigoros drüber und lösen sie aus. Ich glaube, das ist so ein geheimer Fetisch von denen. Auf jeden Fall finden wir hier schon einige Sachen, die man denen vielleicht sogar noch verkaufen kann. Die haben doch hier bestimmt einen Händler. Ich glaube, jetzt habe ich's raus. Eine Prise schwarzer Pfeffer, ein Löffelchen Schweinefett, zwei Stängel Suppengrün, drei getrocknete Krötenschemel. Drei was? Bist du denn jetzt völlig irre? Der frische Traschbart hat dir nicht gefallen, also dachte ich, probiere ich mal was Neues. Erjelinös, sag mir doch noch einmal, warum ich nicht einfach da reingehe und selbst koche, Saul. Weil er dem echten Koch am ähnlichsten sieht. Wobei wir wohl an den Gewändern noch etwas feilen müssen. Naja, die Nase macht's. Ein französischer Kochlehrer, na, ich freue mich. Na, wenn das mal nicht der Diebeskönig von Havela ist. Nein, das ist er leider nicht. Ah, doch nicht? Liegt das an der Rothaarigen? An Mora? Alles hat seinen Preis. Weißt du was, Saul? Das erzähle ich dir mal in Ruhe bei einem Gläschen Wein. Oder bei zwei, oder bei drei, oder bei 24. Na, verstehe. Nun gut. Was kann ich für euch tun?
Eigentlich nicht viel. Was macht ihr hier eigentlich? Na nun, eigentlich ist es ja schwer geheim. Aber da du nun einmal hier bist, schadet's wohl nichts, wenn du was mitbekommst. Wir sind Danio Eferdians elf Spießgesellen und bereiten hier unseren großen Fexensstreich vor. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der große Kuh. Wo ist Brad Pitt? Wer sind die Eferdians elf Spießgesellen? Wer sind ohne die? Wer sind Eferdians elf Spießgesellen? Sind es diese waren das elf? Ne, sieben Schwaben, oder? Mit diesem Spieß, als sie das Wildschwein da. Nun, da gibt haben. Es zum einen Eferdian. Das Kaninchen. Er ist natürlich der Anführer unserer Bande. Dann wären da noch Linus und Räuben hier, die sich auf das Einschleichen vorbereiten. Und wo ist diese Tunnelgrabmaschine? Ganz wichtig für die Sache ist auch Rosenbeck. Er ist vermutlich wieder mit den Zahlen beschäftigt. Schließlich ist er für unsere Planung zuständig. Die beiden Schläfer oben sind die beiden Nachtfüchse, unsere Einbrecher. Und wo ist der Gummimensch? Dann wären da noch die Hügelzwergenzwillinge Ligriwosch und Krutwosch für alle Arten von Ablenkung. Und Hermann, unser Mann zum Entschärfen heimtückischer Fallen, sitzt vorne und will seine Ruhe haben. Und schließlich gibt es noch mich, Saul Gildensternbeutel. Den Mann mit dem großen Plan. Und mit dem großen Hut. Klugheit. Weißt du, das waren nur 10 Leute. Seid ihr nicht Eferdians 11 Spießgesellen? Hat der Eferdian mitgezählt? Wahrscheinlich. Beeindruckend. Ihr scheint wirklich für alles einen Mann zu haben. Ach wirklich? Nur 10? Ich meine, natürlich. Das ist Teil des Plans. Was wäre ein Fexensstreich ohne Überraschung? Ja, und wir sind die 4 lustigen 3. Also... Doch, verdammt, wir sind 4. Dann sind wir die 5 lustigen 3. Nun ja. Willst du noch was wissen? Was ist denn der große Fexensstreich überhaupt? Ha, nun, wir wären schön blöd, einem anderen Dieb unseren großen Plan zu verraten. Lass mich dir nur sagen, dass wir hier alles bis ins Detail durchplanen. Ja gut, ich meine, wenn ihr nur 10 seid, dann könnte ich mich doch nun vielleicht ja. anschließen. Willst du noch was wissen? Wann geht's denn los mit dem großen Fexensstreich? Sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind. Leider haben wir da ein kleines Problem. 2, um genau zu sein. Zum einen kann Linus, der den Koch spielen muss, immer noch nicht richtig kochen. Das habe ich mitbekommen. Und wenn ihr mich ständig kritisiert, werde ich's auch nie lernen. Geh doch einfach kurz zu Mc's und am McDrive und hol da was. Und dann haben wir noch das Problem, dass Eferdian von dem Fraß probiert hat. Jetzt fällt er schon seit Tagen aus. Und ohne unseren Anführer können wir nicht losschlagen. Was sich von selbst versteht. Ja, ich könnte da vielleicht helfen. Nun ja. Willst du noch was wissen? Mir scheint, als hättet ihr Probleme mit eurem Fexenstreich. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Was? Nein, nein, es läuft alles nach Plan. Danke für das Angebot, aber wir brauchen keine Hilfe. Schließlich ist alles so perfekt geplant. Und das wird auch so bleiben. Hier gibt es nichts für dich zu tun. Ja gut, ich sag mal so, der beste Plan bringt's nicht, wenn man den dann nicht gescheit ausführen kann, weil es an den Leuten hapert. Nun ja. Willst du noch was wissen? Na dann, viel Glück dabei. Nimm auf keinen Fall wieder eine ganze Becher voll Feuermoospülver. Hey, Danio Eferdian meinte, es hätte gar nicht so übel geschmeckt. Deshalb hat er ja auch den Fehler gemacht und einen zweiten Happen probiert. Und kommt seitdem nicht mehr vom Donnerbalken runter. Wenigstens hatte diese Suppe keinen Ogerfuß im Nachgeschmack. Aber jetzt hast du trotzdem was auszusetzen. Ach, Räuben, dir kann man es einfach nicht recht machen. Schon erledigt. Oh, Diamantstaub. Mmh, das sieht aber lecker aus. Ja, was ist denn? Du bist... ziemlich Feuer und Flamme für die ganze Sache, oder? Ich glaube, er kocht vor Wut. Eine brenzlige Situation, das Ganze. Kann ich etwas von dem Essen probieren? Ja, warum eigentlich nicht? Schließlich habe ich den Dreh langsam raus. Solange du das Essen umrührst, auf ist es auf keinen Fall. Das Risiko ist einfach zu groß. Der Kerl hier ist schlicht noch nicht so weit. Ja, aber ich bin doch gerade dabei, was zu essen. Naja. Willst du noch etwas anderes? Kann ich dich was fragen? Aber natürlich, ich...
Aber natürlich nicht. Wir haben hier schließlich noch eine Creme zu flambieren, ein Soufflé zu soufflieren, Eier zu pochieren und eine Braten zu sortieren. Zu sortieren. Ein Soufflé soufflieren? Ich bin mir... Na, ich weiß nicht, ob das Soufflé seinen Texten doch nicht gelernt hat. Du hast den Mann gehört. Tut mir leid. Vielleicht kann Gildensternbeutel am Tisch ein paar von deinen Fragen beantworten. Ja, bestimmt. Ich glaube, jetzt habe ich's raus. Eine Prise schwarzer Pfeffer. Ja, was ist denn? Drei was? Jetzt nicht. Wir müssen uns aufs Kochen konzentrieren, wenn das jemals noch etwas werden soll. Der frische Trashbart hat dir nicht gefallen, also dachte ich, ja, probiere ich ja, mal was. Ja, beschäftige Neues. Euch mal schön hier mit dem Kochtopf. Ich beschäftige mich dabei mit einem anderen Behältnis. Einmal, warum ich nicht einfach da reingehe schon und selbst oder koche. Mit so. Mehreren. Was ist denn mit meiner Maus im Moment los? Ich glaube. Ach nö, sag mir nicht, dass die Batterien jetzt leer sind. Das hat doch gar nicht geleuchtet. Das ist sonst immer so ein rotes Blinklicht, was dann... Warte mal ganz kurz. Auf off? Hier steht on off. Soll ich da draufdrücken oder was? Es gibt sogar nicht, da geht. Ich rege mich auf am Wochenende und da geht. Nee, geht leider nicht. Dann, gibt's hier einen kleinen Cut bzw. eine kleine Überblende und wir sehen uns dann. Obwohl, das macht auch keinen Unterschied, weil das Bild ja genauso aussieht. Ja, dann gibt's eben einen kleinen Cut. Ich bin dann gleich wieder da und hab hoffentlich neue Batterien dabei. Bis gleich. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in der gleichen Folge. Batterien sind da, alles funktioniert wunderbar. Und das reimt sich sogar. Haha, dreifach. Am ähnlichsten sieht. Wobei wir wohl an den Gewändern bei dem, etwas feilen müssen. Schauen wir auch noch ganz kurz nach. Ein Dukaten, sehr gut. Nein, ich habe auf den gewechselt. Guano. Ja. Muss man dich herumlaufen, weil nimm du Taschendiebstahl machen Fall kannst. Wieder eine ganze so, voll wir gucken dann mal, ob wir die anderen Spießgesellen von dem Elferdian vielleicht noch finden. Und noch einige andere Sachen mitnehmen können, wie zum Beispiel hier Geschosskugel, Splitter, also... Manchmal, meine Maus regt mich ziemlich auf. Oje, oje, oje. Eine solide Holztür, die kann man einfach aufmachen. Oh. Das ist also zwergisch. Na, guten Tag. Naka Baskar Draxa Knacks. Nadraska Naxa Baskar Rax. Har. Könnten auch 1:1 Piraten sein, eigentlich. Adrosh, hush, revorox, dra drax und krax knacks magnus rum. Bang, bang, knick, knack. Garoschem. Ich verstehe kein Wort. Vorkrim, hast du eine Idee? Hey, Angrosch. Die Kerle reden völlig wirr. So ein komischer Dialekt ist mir noch nie untergekommen. Wahrscheinlich haben die einfach nur getrunken. Gut, und ich dachte schon, ich hätte etwas an den Ohren. Nun ja, viel Erfolg noch, die Herren. Schurmbosch, Ramlobosch, Dongrogosch, Neue. Jo, Donnergott, meine Meinung. Haben die, wenn die gerade in einem Gespräch, ne, kann man ja vielleicht... Gut. Leukes Attack. Leukes. Genau... Ja, die brisante Lage in Syrien ist im Moment und in Palästina, ne? 7:1 Brasilien, Deutschland. FIFA hat da ja bei den Favelas ja mal wieder ganz großes Kino bewiesen. Ja, Alter, die labern hier auch immer nur das Gleiche. Bist du denn jetzt völlig irre? Haben die hier nichts Interessantes noch rumliegen? Bei den, in dem Schrank irgendwas? Nö. Na dann, liebe Freunde, ich würde die Tür gerne zumachen, aber leider kann ich nicht. Trotzdem lasse ich euch erst einmal alleine, das wäre vielleicht ganz praktisch. Guten Tag, Sitzender. Ja, was wollt ihr? Kann ich irgendwas für euch tun? Ja, kann ich mir vielleicht dazusetzen? Bist du etwa sitzen geblieben? Was tut ihr da? Ich sitze. Gut, viel Spaß, wie ihr sitzt. Ich sitze halt. Willst du nicht mal rausgehen oder ein gutes Buch lesen? Nein, Schatz, ich will einfach nur sitzen. Der kann doch nicht einfach nur sitzen. Doch, ich will einfach nur sitzen.
Geh doch mal spazieren oder schau dir einen Film an. Nein, Schatz, ich will einfach nur sitzen. Irgendwas müsst ihr doch tun. Man kann doch nicht einfach nur sitzen wollen. Geht doch mal vor die Tür, da kommt ihr auf andere Gedanken. Nun gut, dann will ich euch nicht weiter stören. Frohes Sitzen noch. Ich will aber nicht vor die Tür gehen. Ich will einfach nur sitzen. Und dann liest doch mal ein gutes Buch. Ihr könnt aber nicht einfach ohne Verkleidung vor die Tür gehen. Da ist die Garde nicht weit. Soll ich euch eine Verkleidung aus dem Lager holen? Wie kommt ihr jetzt bitte auf eine Verkleidung? Nein, ich will keine Verkleidung. Ich will hier sitzen. Willst du mir nicht mal in der Küche helfen? Nein, Schatz, ich will einfach nur sitzen. Gut, bitte, aber ohne Verkleidung wird man euch draußen sicher leicht erkennen. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Der will doch gar nicht raus. Aber ich will doch gar nicht nach draußen. Sag ich doch. Ich will doch nur sitzen. Irgendwas musst du doch tun. Man kann doch nicht einfach nur sitzen wollen. Und wer sagt das? Ich sage, ich will hier einfach nur sitzen. Ich glaub, der ist nicht nur sitzen geblieben. Na dann, viel Spaß noch. Ich kann bei dem leider... Oh, da ist ein Ausgang. Ja, schauen wir mal später rein. Bei dem können wir auch leider nicht beklauen. Wahrscheinlich sitzt er gerade auf seiner Gesäßtasche, wo der Geldbeutel drin ist. Und ich bin gespannt, wen wir hinter dieser Tür treffen. Es sind ja allerlei illustre Gestalten da. Wer seufzt denn da so lieblich? Es war jedenfalls eine ziemlich tiefe Stimme. 22 Dukaten für Tarnos Schloss feilen. Ein Dukaten, um Pargol zu schmieren. Zuzüglich 15 mal falscher Steinerweicher. A, ein Heller der Krug von Hakensang. 11 modische Augenklappen von Marcusi macht 23 Silbertaler. 120 Heller für 4 unaussprechliche Scheußlichkeiten vom krummen Otto. Ein Dukaten, 7 Silbertaler, 3 Heller und 8 Kreuzer für die Torte von Auralia. Hat er gerade Hakensang erwähnt? Das war doch der Piratenkapitän. Was haben die Diebesgilde denn mit den Piraten zu schaffen und dann wahrscheinlich auch mit Kaltenstein? Oh mein Gott! 11 Stiefel mit weichen Ledersohlen, 1 Wühlschrat, 4 Brüllhamster, 12-mal Ohrgift für 4 Silber die Ampulle, macht... 23 Dukaten, 7 Dollar und 5 Lire. Fex zum Gruße, kann ich dich kurz stören? Und natürlich 38,7 Bananen. Was? Ein Moment bitte. 14 Grüße für 3 Silber. Der Fexe? Ach, verfext und zugenäht. Ich hab mich verzählt. Was ist denn? Es tut mir leid. Ich wollte nur fragen, was du hier machst. Ich wollte dich gar nicht stören. Mach's gut. Was ich hier mache? Was meinst du wohl, was ich hier mache? Ich zähle, schätze, feilsche, besteche, katalogisiere und kategorisiere. Ohne mich wären das nur ein paar mittelmäßige Beutelschneider. Oh, kategorisieren. Ich glaube, damit kannst du dich mal mit dem Koch zusammensetzen. Der kennt sich damit, glaube ich, ein bisschen aus. Also bist du der Mann hinter dem großen Fexenstreich. Das Genie im Verborgenen. Oh, woher weißt du denn von dem großen Fexenstreich? Das ist doch geheim. Ah, diese alten Waschweiber. Die können noch schlechter Geheimnisse für sich behalten, als dass sie kochen können. Aber da du eh schon Bescheid weißt, um ehrlich zu sein, ist Gildensternbeutel für die Planung im Großen zuständig. Ich plane die Feinheiten bis ins kleinste Detail. Aber ich habe schon zu viel verraten. Ja, dann kannst du noch ein bisschen mehr erzählen. Aber nicht im Geringsten, was mich noch interessiert. Was gibt's denn noch? Aber sei dir gewiss, von mir erfährst du nichts mehr. Natürlich, natürlich. Ich wollte nur fragen, was... Achso, so ein großer Fexenstreich ist doch bestimmt sehr kostspielig, oder? Naja, da umsonst ist er ein ganzes Leerzeichen gerade. Aber mit den richtigen Beziehungen kann man schon hier und da ein paar Heller einsparen. Man muss nur an alles denken. Ja, da bist du ja bestimmt ein ganz großer drin. Unser Gildenhaus zum Beispiel kostet uns keinen müden Kreuzer. Dilgar Panik hat es uns völlig umsonst überlassen. Nicht auszudenken, was passiert, wenn man nicht an alles denkt. Unvorstellbar. Ja, wenn man zum Beispiel an alles denkt, alles mitzunehmen. Hast du denn auch an alles gedacht? Ja, das wäre furchtbar. Ich muss ja noch weiter. Fex damit, vielleicht sehen wir uns ja noch später auf ein paar Helle im sanften Ochsen. Kannst ja bestimmt einen ausgeben. Kostet ja bestimmt nicht viel, ne? Kannst an alles denken. Danach vor allem noch. Natürlich. Ich habe die Wurfhaken, das Öl, die Fischfässer, die Fluchtkutsche... bei Fex! Ich habe die Kutsche vergessen. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen.
Was ist denn noch? Gern geschehen. Ich gehe mal lieber wieder. 22 Dukaten für Tarnos Schlossfeil. Jo, ein Dukaten, um Pargold zu schmieren. Zuzüglich apropos. 15 mal falscher Steinerweicher. A. Ein Heller, der Krug von Hakensang. 11 modisch. Erschwert um 12. Du hast aber immer noch den Glückssegen. Ja, da hat sie wohl die Sprache verschlagen. Ja? Das kann doch nicht wahr sein, dass er das nicht hinkriegt. Hier eine 20, 17, 18. Mann, Kuano, streng dich mal bitte ein bisschen an. Gut. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Das erschwert um 12. Wie viel war es denn bei den anderen? Blablabla. Sehen wir leider nicht mehr. Wird gemacht. Na also, ein Dukaten, 4 Silber 40 Schanklein und 4 Heller. Hat sich doch gelohnt, das nochmal zu probieren. So, hier, das nehmen wir auch alles mit. Und einen Händler finden. Oh. Bruckbart hat eine Tarnkappe für 2045 Dukaten zugesagt. Boah. 1200 Silbertaler für Hühleiler Feuer müssten eigentlich reichen. Bei Fexes Augenbraue, so ein Mist. Hauptmann Nirulf, unbestechlich. 2045 Dukaten, Alter, ich muss den Zauber für die Tarnkappe lernen. Dann gebe ich den für 2000 Dukaten. Quartiere verschlossen. Sag mir nicht, das kann man nicht mal probieren aufzukriegen. Mann, müssen wir von irgendjemand einen Schlüssel klauen? Und wir hatten ja so 2, 3 oder so getroffen, die... Wer trampelt denn da draußen schon wieder so rum? Och, dürfen wir Diebe nicht einmal jetzt durchschlafen, wo wir schon immer in der Nacht durch Nadoret schleichen müssen? Genau. Ruhe da draußen. Oh, ach, da ist ja noch einer. Du bist besser ganz still da drüben. Oh, naja. Schlaf gut. Aber ich will einfach nur schlafen. Was war ich gerade? Da hatten wir ja 2, 3 gefunden, bei denen es erschwert um 18 oder so war, von dem mit. Vielleicht haben die den Schlüssel. Schauen wir später mal vorbei. Wenn wir denn daran denken, was bestimmt nicht passieren wird. Und vor allem noch sehr lange dauern wird, bis wir Taschendiebstahl so hoch gelevelt haben, dass wir da gescheit vorbeikommen. Aber sicher. Vielleicht finden wir ja hier einen Schlüssel. Oder jemanden, der einen hat. Gut. In dieser Handwerkskiste zum Beispiel. Nein! In diesem Fass. Da schlägt doch dem Fass den Boden aus. Nee, in diesem Falle den Deckel. Na gut. Was haben wir hier? Da sind wir doch reingegangen. Ach, sind wir dann... Ah, okay, alles klar. Da latschen wir mal hier die Treppe hoch. Und den Ausgang, da dürfen wir auch nicht vergessen. Da ist bestimmt noch was ganz Interessantes. Ach ja, außerdem Folgenpause, weil Ende, weil ich muss ja vorproduzieren. Kann man das nicht alles in einer Folge abhaken. In diesem Sinne, in den nächsten latschen wir weiter hier hoch und gucken, wo wir da hinkommen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann.